Ja? Keins für den Raum. Okay, ich spreche einfach so laut, wie es geht. So lange, wie es geht. Okay, mein Name ist Franziska Schulz. Ich habe Kommunikationsdesign an der Bauhaus-Universität Weimar und in Barcelona studiert und arbeite seit Anfang 2012 bei Youtheme als Webdesignerin. Ich arbeite die meiste Zeit mit Photoshop im illustratorischen Bereich und entwickle mit CSS3, wobei ich meistens mein Energielevel mit rauen Mengen Süßigkeiten aufrechterhalte, vorzugsweise Gummibärchen. Bei Youtheme bin ich vorwiegend für die Erstellung von Themes und auch für die Gestaltung von Icons zuständig. Arthur Heinze ist einer unserer Entwickler und JavaScript-Spezialist und steht auch am Ende des Vortrages gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ich als Designer kenne meine Grenzen. Ja, nun zur eigentlichen Frage. Was ist eigentlich UIKit? Wer kennt denn hier schon UIKit oder hat davon schon mal gehört? Ja, sind ja schon ein paar. Wer hat denn auch schon mit UIKit gearbeitet, außer den Youtheme-Leuten? Ach, das sind auch schon ein paar. Das freut mich, dass in der kurzen Zeit UIKit gibt es nämlich erst seit 2 Monaten. Doch schon so viele damit gearbeitet haben. UIKit ist ein leichtes und modulares Frontend-Framework. Das Ganze kann man als eine Art Bausatz zur Erstellung von Webseiten verstehen. Es besteht dabei aus Komponenten, das sind sozusagen vorgefertigte CSS-Klassen, die einer Navigation zum Beispiel oder Buttons ihre Funktionalität und ihr Styling geben. Dazu bieten wir auf der UIKit-Seite eine umfangreiche Dokumentation an, die für jede einzelne Komponente die Zusammensetzung und auch die Anwendung detailreich erklärt. Das Ganze funktioniert auf Basis von den Open-Source-Projekten LESS, jQuery und Normalized CSS und ist auch selbst Open-Source und MIT-lizenziert, das heißt, es ist kostenfrei. Und jeder kann es zu jedem Zweck benutzen. Wozu genau braucht man denn jetzt eigentlich ein Frontend-Framework? Der enorme Vorteil ist natürlich bei Frontend-Frameworks, dass sie bei der Entwicklung den lästigen Teil übernehmen. Das heißt, Probleme, wie man was baut, zum Beispiel Clearing bei Boxen, das ist alles schon gelöst. Das übliche Kopfzerbrechen, das man sich meistens bereiten muss beim Bauen von Webseiten, gibt es in dem Fall nicht. Das ist natürlich super. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Markup standardisiert ist. Das heißt, es werden ja immer dieselben Klassen aus einem Pool von vorgefertigten Klassen verwendet. Dadurch wird man nicht dieses Durcheinander haben, wenn man für jeden Zweck immer wieder eine neue Klasse erfinden möchte. Und es erleichtert auch das Development mit mehreren Leuten an einem Projekt, weil natürlich immer dieselbe Sprache benutzt wird und nicht verschiedene Coding-Stile kollidieren. Außerdem ist das Ganze natürlich schon von den Entwicklern des Frameworks getestet für alle Devices und für alle Browser. Man muss sich nicht mehr Gedanken machen, funktioniert das Ganze in Safari genauso wie in Chrome oder Firefox und Güte Internet Explorer. Und es können auch Leute mit verschiedenen Erfahrungsleveln daran arbeiten. Das heißt, jemand, der bisher wenig mit CSS, HTML zu tun hatte, wird sich darin wahrscheinlich genauso gut zurechtfinden wie jemand, der schon länger Erfahrung gesammelt hat. Warum sollte man sich jetzt für UIKit entscheiden? Weil es von Youtheme ist. Der Vorteil ist natürlich, wir bei Youtheme arbeiten schon seit 2007 an Themes. Das heißt, wir haben 6 Jahre lang Erfahrung sammeln können im Bauen von Themes, wissen also ungefähr, worauf es ankommt bei der ganzen Geschichte. Diese Erfahrungen haben wir in einer Entwicklungszeit von 6 Monaten in UIKit gesteckt. Der Gedanke war dabei, auch wenn es schon einige Frameworks, Frontend-Frameworks natürlich gab, haben wir mit dem Gedanken im Hinterkopf entwickelt, dass wir mit unserem eigenen Theme-Framework Warp natürlich in Kombination mit UIKit Themes entwickeln möchten. Das heißt, UIKit ist primär für Theming ausgelegt, daher auch extrem flexibel. Das heißt, man kann wirklich jedes Detail ohne großen Aufwand modifizieren. Das Styling ist dabei durch UIKit-Themes
komplett vom Framework Core getrennt. Dadurch gibt es kein Code-Overhead, weil man eben keine bisherigen Styles, die vielleicht im Core normalerweise wären, resetten muss. Das ist also perfekt erweiterbar. UIKit besteht aus Komponenten. Das sind sozusagen wiederverwendbare klassenbasierte Module, die man auch miteinander kombinieren kann, wie zum Beispiel eben Buttons oder eine Navigation. Und das Ganze funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Das heißt, jede Komponente in UIKit ist eine Art vorgefertigter Webseitenbaustein. Und aus diesem Pool von Bausteinen kann man alle wichtigen Elemente einer Seite zusammenstellen und eben nach den eigenen Bedürfnissen modifizieren. Zusätzlich werden dabei Klassen angeboten, die einmal dazu da sind, bei zum Beispiel Unterobjekten in komplexeren Strukturen die Funktionalität zu erweitern, wie zum Beispiel ein Close-Button in einem Fenster, und Klassen, um die Komponenten zu modifizieren, also zum Beispiel das Styling zu ändern. Die erstere sind Sub-Objects und die zum Modifizieren des Styles werden Modifier genannt. Ein wichtiger Aspekt bei UIKit ist auch das Namespacing. Namespacing soll eben Konflikte verhindern zwischen CSS-Klassen. Dafür ist die Benamungsstruktur für Klassen besonders konsequent gehalten. Jede Klasse in UIKit ist mit UK geprefixed. Das ist dazu da, um Konflikte mit anderen Frameworks zu vermeiden. Sagen wir also, wenn man an einem Projekt arbeitet und vielleicht Bootstrap und UIKit verwendet, wird es zwischen den Grid-Komponenten von den beiden Frameworks keine Konflikte geben, weil ja alle Klassen bei UIKit eben markiert sind durch dieses Prefix. Gleichzeitig ist nochmal jede Komponente mit dem eigenen Namen geprefixed. Also die Button-Komponente wird immer Button im Namen haben, Grid wird immer Grid im Namen haben. Dadurch werden Konflikte innerhalb des Frameworks auch vermieden. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt ganz gut sehen kann. Button-Komponente ist dann eben UK-Button als Klasse, Grid, UK-Grid, Badge, UK-Badge und so weiter. So zieht sich das eben durch das ganze Framework. Insgesamt bietet UIKit 36 Komponenten an. Das Ganze ist so aufgeteilt in Layout-Komponenten, Navigation, klassische HTML-Elemente wie Listen, Tabellen oder Formulare, dann auch Button, Badges, Icons etc. und ein paar sehr clevere JavaScript-Komponenten. Natürlich kommen auch weiterhin neue Komponenten dazu, weil wir auch konstant weiterhin an UIKit arbeiten. Ein paar von den Komponenten möchte ich jetzt natürlich auch etwas detaillierter erklären. Wir fangen mal an mit der Alert-Komponente, um auch nochmal das Prinzip Komponente Sub-Object Modifier ein bisschen weiter zu erläutern. Eine Alert-Komponente lässt sich eigentlich sehr einfach bauen. Dazu braucht man nur ein Div und gibt dazu die Klasse UKAlert. In das Div kann man dann eben den eigentlichen Content, den man in der Box darstellen möchte, einfügen. So eine Box möchte man natürlich auch gerne schließen. Dazu gibt es den Close-Button. Der Close-Button ist ein Element innerhalb der Komponente, der die Funktionalität erweitert. Darum ist es ein Sub-Object. Das Data-Attribut gibt dem Ganzen die Close-Funktion und die UKAlertClose-Klasse ist eben für die Komponente da und kann auf einen Anker oder einen Button gelegt werden. Außerdem haben wir noch zusätzliche Klassen, um das Ganze anders zu stylen, also Modifier-Klassen für verschiedene Farben. Da haben wir einmal Success, Danger, Warning, je nach Zweck. Das sind eben Modifier-Klassen. Und hier sieht man nochmal einmal die Klasse. UK Alert Success wäre zum Beispiel jetzt das Grün. Eine weitere häufig verwendete Komponente sind die Buttons. Auch sehr einfach zu bauen. Man fügt einfach die UK-Button-Klasse einem Anker oder eben einem Button an. Und der Button ist damit eben schon voll gestylt. Das ist eine sehr flexible Komponente, da man sie auch durch viele Modifier und Sub-Objects erweitern kann. Beispiel dafür werden auch wieder verschiedene Farbmodifier. Da haben wir auch wieder
Primary, Success, Danger, also auch dieses Prinzip mit Success, Danger, die Benamung für die verschiedenen Farben ziehen sich konsequent durch das Framework durch. Man kann die Buttons auch in verschiedenen Größen darstellen, Button Groups machen, die gehen als Checkbox oder Radio Buttons und auch Split Buttons und man kann natürlich auch Dropdowns in den Buttons verwenden. Ja, eine der wichtigsten Komponenten ist das Grid, da man damit natürlich das komplette Layout der Seite bestimmt. Das Grid bei UIKit kann in 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder auch 10 Spalten unterteilt werden. Dabei besteht das Ganze einmal aus dem Grid-Container und Grid-Boxen, die da reingelegt werden. Um den Boxen ihre Weite zu geben, verwenden wir auf Brüchen basierende Width-Klassen. Soll also eine Box ein Drittel ihres Parent-Containers einnehmen, benutzen wir die Klasse UKWidth1.3. Sollen sie die Hälfte einnehmen, dann eben UKWidth1.2, bei einem Viertel UKWidth1.4. Das Prinzip zieht sich eben durch, deswegen lässt sich das natürlich sehr gut rechnen. Das sieht dann so aus, jede Box hat eben diese Klasse UKWidth1.3. Deswegen stehen sie zu dritt nebeneinander. Per Default ist das Grid für kleine Viewports ausgelegt, weil wir eben mit dem Mobile-First-Approach rangegangen sind. Das heißt, für das Stylen auf größerem Bildschirm verwenden wir dann Media Query. Zusätzlich bieten wir eben dafür praktische Width-Klassen an, die nur auf bestimmten Viewport-Größen greifen. Die regulären Width-Klassen, die wir eben auch schon gesehen haben, greifen auf allen Größen, also auch schon vom iPhone meinetwegen. Dann haben wir die Width-Medium-Klassen, die greifen ab einer Viewport-Breite von 780 Pixeln, also ab Tablets und aufwärts. Und die UK-Width-Large-Klassen, die greifen dann nur noch ab Desktops oder größer, was auch immer. Bei kleineren Viewports als den Width oder den Width Medium oder Large, werden die Grid Columns untereinander rutschen. Das ist eben das Default Layout wegen des Mobile First Approach. Im Beispiel würde das folgendermaßen aussehen. Wenn wir zwei Grid Columns die Klassen geben würden, UK Width Medium 1.2, möchten wir, dass diese beiden Boxen auf dem Desktop und dem Tablet nebeneinander stehen und jeweils die Hälfte des Viewports einnehmen. Auf dem iPhone werden die dann eben untereinander rutschen oder auf dem anderen Telefon. Ich bin Apple-Nutzer, Entschuldigung. Zusätzlich dazu haben wir Responsive Visibility-Klassen. Damit kann man eben explizit einem Element sagen, dass es auf einem bestimmten Device sichtbar oder eben nicht sichtbar sein kann. Das haben wir einmal als Visible Small, Visible Medium und Visible Large Klassen. Und als Gegenstück die Hidden Small, Hidden Medium und Hidden Large Klassen. Das heißt, mit diesen Klassen werden sie explizit auf einem bestimmten Device angezeigt und mit den Hidden Klassen werden sie explizit auf diesem Device versteckt. Diese Klassen kann man wunderbar mit den Width-Klassen kombinieren. Das funktioniert nach dem Prinzip. Angenommen, wir möchten jetzt drei Boxen auf dem Desktop nebeneinander stehen haben. Jede Box soll ein Drittel vom Viewport einnehmen. Wir möchten aber, dass auf dem Tablet die mittlere Box verschwindet und die anderen natürlich entsprechend jeweils die Hälfte des Viewports einnehmen. Das heißt, wir geben allen drei Boxen die Klasse UKWidthLarge1.3, um mir zu sagen, dass sie eben ab Desktop-Größe, ab 960 Pixel, nebeneinander stehen. Die mittlere Box bekommt die Klasse UK Hidden Medium, damit sie auf dem Tablet versteckt wird. Und die beiden Klassen, die beiden Boxen, die wir noch zeigen möchten, die bekommen eben die Klasse UK with Medium 1.2. Dementsprechend werden die beiden eben stehen bleiben auf dem Tablet und jeweils die Hälfte einnehmen. Auf dem kleineren Viewport wären die jetzt alle wieder zu sehen und würden untereinander rutschen. Ja, eine schöne JavaScript-Komponente ist das
auf Canvas. Das ist perfekt, um eben mobile Navigation zu bauen, wie man es zum Beispiel von Native Mobile Apps wie Facebook oder YouTube kennt. Das besteht im Prinzip aus einem Toggler. Der wird mit einem Data-Attribut ausgestattet, um das JavaScript zu triggern, das für die Funktionalität zuständig ist. Und es wird durch eine ID mit dem eigentlichen Off-Canvas verlinkt. Da muss man dann nur noch eine Off-Canvas-Bar reinlegen. Die kann alles Mögliche enthalten, eben zum Beispiel Widgets oder Text oder eben eine Navigation. Wenn man dann den Toggler klickt, dann wird der Content mit einem leichten Overlay überblendet und durch das Off-Canvas selbst verdrängt. Die Navigation im Off-Canvas bekommt dann auch noch automatisch ein eigenes Styling, das man jetzt hier natürlich leider nicht so schön sieht, kann man dann aber auf der UI-Kit-Seite nochmal in Aktion sehen. Das Schöne daran ist eben, man muss nicht eine einzige Zeile JavaScript selbst schreiben. Die Komponente erledigt das alles. Alles, was man selbst braucht, ist eben der Toggler, eine Box fürs Off-Canvas, eine Box für die Off-Canvas-Bar. Das war's. Die Icon-Komponente funktioniert auf Basis der Open-Source-Icon-Schrift von Awesome. Im Grunde handelt es sich dabei nur um eine Art Sammlung von UK-Icon-Klassen, die man an ein i-Element oder ein Span-Element ranhängen kann. Und dafür haben wir dann auch wieder verschiedene Größenmodifier. Man kann sie vielseitig einsetzen, zum Beispiel mit Buttons. Wir haben auch spezielle Icon-Buttons. Und so würde das Ganze zum Beispiel in Button-Groups aussehen. Insgesamt bietet UIKit etwa 400 Icons. Dazu kommen natürlich auch noch laufend welche dazu. Nun zu einer wichtigen Frage, sind denn alle Frameworks gleich? Ja, also auch wenn Frontend-Frameworks grundsätzlich natürlich sehr ähnliche Funktionalitäten haben, unterscheiden sie sich teilweise sehr, was sich zum Beispiel über die Größe äußert. Deswegen möchte ich hier einen kleinen Größenvergleich zwischen UIKit und anderen Frameworks anbringen. Wie erwähnt, ist das Styling bei UIKit ja in Themes ausgelagert. Darum ist das Framework eben auch sehr schlank, gerade mal 64 Kilobyte groß. Hier ist der Vergleich einmal mit Foundation. Man muss natürlich eben auch dazu sagen, die Größe hängt auch von der Anzahl der Komponenten ab. Foundation hat natürlich sehr viele Komponenten, ist dementsprechend umfangreicher und größer. Der Vergleich mit Bootstrap 2.3 ist 123 Kilobyte groß. Vom Umfang der Komponenten, glaube ich, ähnlich wie UIKit. Bootstrap 3.0 ist schon etwas kleiner mit 97 Kilobyte. UIKit schlägt sie alle mit 64 Kilobyte. Das ist jetzt einmal der Vergleich von dem Minify CSS. Man kann sich auch nochmal das JavaScript anschauen. Foundation 247 Kilobyte, Bootstrap 152, Bootstrap 3, 125 und UIKit 91 Kilobyte. Das liegt eben an dem Theming, weil die Styles ausgelagert sind vom Core-Framework. Ist jetzt schon mal grob angeschnitten. Was genau ist jetzt Theming eigentlich? Themes bieten die Möglichkeit, denselben Content unterschiedlich zu gestalten. Dazu ist eben der Style und der Core bei UIKit fast gänzlich voneinander getrennt. UIKit selbst, das Core-Framework, ist sehr minimal gestylt. Alles zusätzliche Style liegt in den Themes. Dadurch muss, wie ich schon erwähnt hatte, das CSS nicht resettet werden. Vom Bootstrap kennen wir es vielleicht noch, dass das Core-Styling schon Verläufe und Ähnliches hatte. Das hat natürlich das Problem mit sich gebracht, dass wenn man jetzt seinen eigenen Style anlegen möchte oder es in seinem Projekt verwenden möchte, das Ganze etwas plainer sein soll, muss man natürlich diese ganzen Gradients erstmal resetten. Dadurch entsteht Code-Overhead und das Ganze wird natürlich unnötig groß. Das passiert bei UIKit nicht, weil man eben das komplette Style immer außerhalb anhängt. Alles bei UIKit wird per Less-Variable und Mix-Ins
modifiziert. Dadurch vergrößern auch die Themes UI-Kit nur geringfügig. Wie gesagt, das Core-Framework ist ca. 64 Kilobyte groß. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Gradient-Theme dazu nehmen würde, also schon ein recht umfangreiches, kommen auch nur 10 Kilobyte etwa dazu. Wenn man sich jetzt UI-Kit runterlädt, bekommt man dazu einmal das Default-Theme und noch zwei zusätzliche, die einem den Start bei der Arbeit ein bisschen erleichtern. Das ist eben das Gradient-Theme und ein Almost-Flat-Theme. Wir selbst bei UTheme benutzen natürlich auch UI-Kit, um unsere Joomla- und WordPress-Themes zu bauen. Hier sieht man einmal ein paar Beispiele, was man so damit anstellen kann. Man sieht also schon mal, es ist recht flexibel. Ja, das eigentliche Herzstück von UI-Kit ist der Customizer. Mit dem kann man tatsächlich direkt im Browser mit einem Realtime-Preview Änderungen machen und sehr viele Details innerhalb von UI-Kit modifizieren. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Man kann Farben mit einem Color Picker auswählen. Man kann sie auch direkt als Hexadezimalwert eingeben. Man kann auch Abstände und Weiten direkt eintippen. Und was auch super praktisch ist, man hat direkten Zugriff auf alle Google Fonts, ohne dabei irgendwelchen Code schreiben zu müssen. Im Default-Modus werden alle Variablen, also alle Auswahlmöglichkeiten angezeigt, die am häufigsten vorkommen und die man am ehesten ändern würde, damit das Ganze erstmal übersichtlich bleibt. Zusätzlich gibt es den Advanced-Modus. Der bietet eben einfach noch mehr Möglichkeiten und er bietet auch den More-Button. Wenn man den klickt, werden tatsächlich alle Variablen, die in diesem Theme verwendet werden, angezeigt. Das heißt, man kann am Ende über 500 Eigenschaften modifizieren, ohne dabei eine Zeile Code schreiben zu müssen. Zusätzlich hat man auch die Möglichkeit, ein Häkchen zu setzen und schon wird das Ganze für RTL-Sprachen, also für Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden, umgeflippt, auch ohne größere Komplikationen. Passiert alles on the fly. Wenn man mit seinen Modifizierungen fertig ist, kann man die veränderten Variablen als Less runterladen oder eben gleich als CSS oder komprimiertes CSS, um es dann in seinem Webseitenprojekt zu verwenden. Auf die Art kann bei UI-Kit eben fast jeder Aspekt individuell gestylt werden, ohne dass man dazu Code schreiben muss. Wie benutzt man denn UI-Kit letzten Endes, wenn man das alles hat? Ganz einfach, man geht erstmal auf die Seite www.getuikit.com und lädt das Ganze runter. Dann entpackt man das ZIP. Die UI-Kit-Seite kann man eigentlich gleich offen lassen. Da ist die schon erwähnte umfangreiche Dokumentation drauf, die einem beim Start auf jeden Fall eine Hilfe ist und später als Nachschlagewerk großartig ist. Ja, wenn man das ZIP entpackt hat, dann findet man folgende Ordnerstruktur. Man hat den CSS-Ordner. Da drin findet man alle UI-Kit-CSS-Dateien. Also auch die Themes und ihre Minified-Version. In dem Fonts-Ordner findet man erstmal Font Awesome. Und im JavaScript-Ordner sind eben die UI-Kit-JavaScript-Dateien und auch die Minified-Version. Dann muss man eigentlich nur sein eigenes HTML-Dokument erstellen und die entsprechende UI-Kit-CSS-Datei und das JavaScript dort in den Head einbinden, wie man hier sieht. Außerdem braucht man jQuery, das ist auch wichtig. Wenn man das gemacht hat, kann man eigentlich schon anfangen, seine Seite zu bauen. jQuery-Kenntnisse braucht man nicht, man muss einfach nur die entsprechende Datei haben und in den Head einbauen. Alles andere wird übernommen, man selbst braucht da wirklich keine Kenntnisse. Ja, UI-Kit ist Open Source und MIT-lizenziert. Das heißt, jeder kann es benutzen, jeder kann es modifizieren, wie er möchte. Die Dateien werden, also die kompletten Source-Dateien, werden auf GitHub gepostet, gehostet und können dort geforkt werden. Ja, denn das Ganze ist MIT-lizenziert. Das heißt, es ist frei für jegliche Verwendung, kostenlos, ohne irgendwelche Einschränkungen.
Unser Dank gilt natürlich auch den Open-Source-Projekten, auf denen UIKit aufbaut. Das wäre eben Less, jQuery, Normalize und von Awesome. Wenn jemand mit UIKit eigene Themes baut, kann er auch die uns gerne über GitHub zukommen lassen. Wir werden in Kürze auf der UIKit-Seite ein Showcase einbauen, wo die dann auch reingestellt werden. Also ich kann nochmal alle ermutigen, forkt UIKit, spielt damit rum, probiert es aus. Es macht wirklich Spaß. Und wenn ihr Anregungen habt, schickt uns Pull-Requests. Wir freuen uns auf jeden Fall über Input und jeden, der da irgendwo mithelfen möchte. Das war die Theorie. Ich denke, wir möchten das alle gerne einmal in Aktion sehen. Deswegen werden wir jetzt einfach mal eine schnelle UIKit-Seite zusammenbauen. Dazu muss ich das mal hier kurz ein bisschen umstellen. Ja. Genau, also ich habe hier UIKit einmal selbst runtergeladen und entpackt, aktuelle Version. Ja, 1.1. Okay. Achso, da müssen wir das Ding wieder ausmachen. Jetzt? Ja. Sieht man es jetzt? Das sind präsente Umstellungen. Das Ding müssen wir tun. Den ändern. Auf den. Und dann den wieder an. Geht so auch? Ja, das ist das Gleiche. Okay. Genau. Ja, also man sieht hier nochmal die Ordnerstruktur ein bisschen, den CSS-Ordner, Fonts-Ordner, JavaScript. Hier würde man jetzt sozusagen seine HTML-Index-Datei reinwerfen. Das habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier haben wir, wie vorhin auch schon angezeigt, die Index-Datei. Da ist das UIKit, min.css mit eingebaut, jQuery ist mit eingebunden und das JavaScript. Content haben wir jetzt noch nicht großartig. Ich habe hier Content reingeschrieben. Wenn man das jetzt im Browser anschaut, dann sieht das erstmal so aus. Wir möchten jetzt als erstes einfach mal eine Navigation einbauen. Die sieht man hier. Einfach eine Nav. Und das ist die Navigation an sich. So sieht jetzt die Default UIKit Navigation aus. Jetzt sehe ich es aber nicht mehr wirklich. Lass dich nicht verrückt machen. Okay, genau, also die Navigation haben wir drin. Jetzt möchten wir natürlich ein bisschen Content hinzufügen. Die habe ich erstmal einfach eine Überschrift mit eingefügt und einen Textparagraphen. Da ist jetzt nichts groß weiter dran. Sieht dann eben so aus. Wir möchten vielleicht auch ein Bild mit dazu haben und vielleicht noch ein paar Buttons. Hier habe ich einmal ein Image eingefügt. Das soll jetzt nur sichtbar bleiben auf Tablets und größeren Viewports. Also bekommt es die Klasse UK Align Medium Right, damit es eben auf größeren Viewports rechts neben dem Text steht, auf kleineren dann darüber rutscht. Außerdem haben wir einen Default-Button und einen Primary-Button. Sieht es jetzt nicht wirklich Facebook hier? Ja. So sieht es dann letzten Endes im Browser aus. Wenn man es jetzt kleiner zieht, rutscht das Bild schon über den Text. Ist also schon alles responsive.
Das Grid möchten wir natürlich auch einmal in Aktion sehen. Dazu haben wir hier einmal die Grid-Box, den Grid-Container und drei Boxen mit eingefügt. Die Width-Klassen haben wir noch nicht mit drin. Dementsprechend sieht das noch etwas ungeordnet aus. Also machen wir wie ähnlich dem vorhin genannten Beispiel einmal die With Large 1-3 Klassen auf alle drei Boxen. Wir möchten, dass es auf dem Desktop zu dritt nebeneinander steht. Und With Medium 1-2, damit eben nur noch zwei nebeneinander stehen und die Hidden Medium Klasse auf die mittlere Box. Dann sieht das Ganze am Ende so aus. Und wenn wir es kleiner machen, einmal die Tablet-Variante, dann sieht es so aus. Und auf noch kleineren Viewports sind alle drei Boxen wieder da und springen auf das Default-Layout zurück. Dann haben wir schon eine Responsive-Seite, dann möchten wir auch eine mobile Navigation dazu haben. Dazu brauchen wir nur den Toggler hier einzufügen. Und der soll natürlich auch nur sichtbar sein, wenn wir eben auf kleineren Viewports sind. Also hat er die Klasse UK Visible Small. Die eigentliche Navigation wird durch die Klasse Hidden Small auf kleineren Viewports versteckt. Und das eigentliche Off-Canvas ist hier durch die ID eben verlinkt mit dem Toggler, wie man hier sieht, My Off-Canvas. Und die Navigation liegt auch da drin. Dann sieht das Ganze so aus. Da haben wir den Toggler. Einmal klicken und da haben wir schon die Navigation. So einfach funktioniert das. Dazu habe ich jetzt kein JavaScript schreiben müssen. So, das Ganze ist jetzt eben minimal gestylt. Für den Anfang nicht schlecht, für meinen Geschmack ein bisschen zu plain. Ich würde sagen, wir ändern das Ganze nochmal ein bisschen und dazu gehen wir auf die UIKit-Seite zum Beispiel und gehen auf den Customizer. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Gradient-Theme an. Und machen das Ganze erstmal ein bisschen breiter, soweit es geht. So, wir möchten den Hintergrund mal ein bisschen dunkler machen. Ich mache einen dunkelgrauen Ton. So ist der Hintergrund schon etwas dunkler. Ich finde aber, dass die Border hier doch ganz schön hell draufstehen, die mache ich auch etwas dunkler. Also einfach hier bei General Border, das ist jetzt eben der Default-Modus, da sind die wesentlichen Variablen angezeigt, machen wir auch etwas dunkler. So, finde ich schon besser. Jetzt kann man natürlich den Text fast gar nicht mehr lesen. Den mache ich auch nochmal etwas heller. Also Typography, gucken wir mal bei Color. Und machen den Text. Man kann es jetzt natürlich einmal hier über den Color Picker auswählen, wenn man möchte. Ich habe mir natürlich schon Farbwerk gedacht. Den gebe ich einfach direkt ein. So, fast genauso. Ja, dann möchte ich vielleicht bei der Navigation auch noch die Farbe ein bisschen besser in den Hintergrund einpassen. Dazu gucken wir einfach mal. Es ist ein Gradient. Default Gradient Top ist die Farbe. Machen wir auch etwas dunkler. Und auch unten. Wenn man jetzt hier den Active noch ändern möchte, dann muss man ein bisschen weiter ins Detail gehen. Wir gehen in den Advanced-Modus. Das Ganze ist dann alphabetisch geordnet. Dann findet man auch die Navbar ganz gut. Und dort haben wir den Nav Active Background. Den machen wir auch noch etwas dunkler. So. Das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt kann man das Ganze einfach als Less runterladen. Was er eben jetzt runterlädt, sind die modifizierten Variablen. Das können wir einmal hier öffnen.
hier. Da sieht man dann die Liste aller modifizierten Variablen. Dadurch wird das Ganze eben schlank gehalten. Ne? Man kann jetzt auch sagen, ich hatte das gespeichert, ich war jetzt nochmal irgendwo in einem anderen Theme und möchte aber gerne nochmal an meinem Theme weiterarbeiten. Also kann ich das auch importieren wieder in den Customizer. Sind wir wieder bei meinem Theme. Da hatte ich ja schon ein bisschen dran weitergemacht. Wenn man dann fertig ist, kann man das Häkchen machen, Minify CSS, lädt das CSS runter und jetzt kann man das eigentlich direkt schon einbinden in sein eigenes Projekt. Ich habe das jetzt schon einmal umbenannt, bei mir mit reingelegt. Bei mir heißt es jetzt UIKit Dark Min CSS. Und alles, was ich jetzt machen muss, um das in meine Datei einzubinden, ist, mein Stylesheet hier einmal auszutauschen. Das heißt, es ist nicht mehr UIKit Min CSS, sondern UIKit Dark Min CSS. Und so ist das eigentlich schon mit drin. Wir können mal gucken. Ja, meine stylische Seite ist nicht mehr hell, sondern dunkel. Ja, das war so mein Demo. Natürlich möchte ich auch gerne noch die Fragen beantworten. Gibt es den UI-Customizer auch zum Runterladen, zum Einsatz auf lokalen? Geht genauso, ja. Kann man, ist genauso, wie ich das jetzt gemacht habe, das war jetzt auch alles lokal. Ja. Bitte? Gibt es die Möglichkeit, auch CSS zu importieren anstatt Ich glaube momentan nur Less zum Importieren. Arthur? Es wird ja über die Variablen modifiziert. Das heißt, wenn man jetzt das CSS importieren würde, dann funktioniert das natürlich nicht mehr, weil durch die globalen Änderungen, die man in den Variablen machen kann, funktioniert der Customizer eigentlich. Und wo ist da Joomla? Das verstehe ich überhaupt nicht. Normalerweise ist das Gerät, das ich installiere, und darin läuft dann mal Content entsprechend angepasst. Man kann mit UIKit kann man natürlich alle möglichen Projekte bearbeiten. Wir benutzen das selbst zum Beispiel, um eben auch mit unseren Joomla-Themes zu arbeiten, weil man das da eben sehr gut einbinden kann und den ganzen Prozess sehr gut verschnellern kann. Aber ihr habt doch ein eigenes CSS-Klassen. Dann hebele ich doch wieder mal die Joomla-Klassen aus. Bei Artist dann. Bitte? Kann ich doch gleich Artist dann nehmen. Ich weiß nicht. Arthur? Du kannst dich vergleichen wie Bootstrap. Das kannst du für alles verwenden. Ja. Ja, aber ich habe trotzdem nicht die Joomla-Klasse. Das heißt, gibt es das Master-Template. Das wird dann später im Warp-Vortrag beantwortet. Das UI-Kit ist bei Theme in das Framework mit eingebunden, in das Master-Template auch mit eingebunden. Im Master-Template sind die Joomla-Klassen definiert. Das UI-Kit schreibt die Overrides, die dort aufgestellt werden. Genau. Das ist ganz klar. Das ist nur Erweiterung des Templates. Und wenn wir Warp 7 hätten, das Master-Template, dann wäre die Frage obsolet. Okay, aber das war mir nicht klar. Das ist ja auch ein Modul. Das gibt es in Warp, aber sonst würde man das natürlich in ein eigenes Theme einbauen, wenn man jetzt mit Joomla arbeiten würde. Ja. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Das wäre aber sinnvoll als Erweiterung, gerade in Richtung Joomla, dass sie da Reddit Chromes anbietet. Ja. Kann ich die CSS auch trotzdem noch händisch bearbeiten und dann wieder hochladen oder muss ich dann im Customizer arbeiten? Man kann natürlich auch selbst im CSS arbeiten. Es empfiehlt sich natürlich, das im Customizer zu machen, weil der, wenn er jetzt wieder das CSS speichert, die vorhandene Datei überschreiben würde. Das heißt, wenn man jetzt manuell darin gearbeitet hat, dann wird das natürlich auch wieder überschrieben. Könnte ich mir aber dann in den Customizer auch wieder hochladen? Also das geht eben nur mit der Less-Datei, nicht mit dem CSS. Das heißt, ich bin eigentlich gezwungen, dann komplett meine Website im Customizer zu machen. Ja, doch, aber Custom-Less, oder?
Das ist was anderes, ja. Also wenn man mit dem Customizer arbeitet, dann und ist man darauf angewiesen, die Less-Datei zu haben. Man kann natürlich innerhalb der Less-Datei dann auch wieder arbeiten. Das fertige CSS ist dann eben aber schon kompiliert. Das heißt, das kann man dann im Customizer nicht mehr einfügen. Man müsste das höchstens dann irgendwie chronologisch ein bisschen organisieren. Man kann es aber überschreiben hinterher, oder nicht? Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das hört sich jetzt nach Bootstrap an, so von die Klassen heißen unterschiedlich. Die Navigation ist ein bisschen, also die ist auch kleiner, es gibt in Bootstrap 3 nicht, aber was wäre denn sonst noch unterschiedlich? Ich meine, der hauptsächliche Aspekt ist natürlich diese Erweiterbarkeit. Also es geht nicht nur um die Größe, sondern eben, dass man sehr gut mit eigenen Themes daran weiterarbeiten kann, keine Resets hat. Die Komponenten unterscheiden sich natürlich. Das sind oft marginale Unterschiede, die für uns aber wichtig waren beim Bauen. Da muss man sich dann irgendwo als Nutzer so ein bisschen entscheiden, was einem wichtiger ist. Die Überschaubarkeit mit den With-Klassen sind oft kleine Tricksereien, die da vielleicht ein bisschen für uns schöner sind. Vielleicht möchte Arthur auch noch was dazu sagen. Also generell muss man dazu sagen, als wir mit UI-Kit angefangen haben, gab es Bootstrap 3 damals so noch nicht. Stimmt. Ja, das heißt, wir hatten 2.3 als Basis. So, mit der, die war halt nicht so zufriedenstellend für uns. Wie gesagt, wie schon erwähnt, diese ganzen Gradients, die halt in der Welt schon alle da waren. ja. Also es war sehr gradient-lastig damals. Das heißt, das Theme war ziemlich fest und statisch. Ich habe irgendwo drauf gedrückt. Ist das schlimm? Jo. Super. Das heißt, man hätte eigentlich generell ziemlich viel resetten müssen, um überhaupt wieder irgendwo anzufangen, wo man sagen, so, darauf bauen wir jetzt irgendwie ein Theme auf. Oder so. Und wenn man jetzt sich nachher auch später mehr mit UI-Kit beschäftigen würde, wir haben halt so eine Art dieses Hook-Konzept eingebaut in UI-Kit. Das heißt, dass man sozusagen Mix-Ins benutzen kann, um halt bestimmte Werte immer zu überschreiben, ohne halt komplett immer einen neuen Selektor irgendwie anzugeben für irgendwelche Sachen, die halt generell ja, den Code wesentlich größer machen. Ja, das hält UI-Kit ziemlich schlank und klein. Und das Namespacing, ganz wichtig. Ne? Das heißt, wer kennt das nicht? Man benutzt irgendwelche Klassen, die wiederum durch irgendein Framework, wie gesagt, jetzt Bootstrap, Button. Ne? Wer hat schon mal nicht irgendwie eine Klasse benutzt, die dann Button heißt? Und durch Einsetzen dann von Bootstrap festgestellt, ups, Mist, das muss ich wieder alles umbenennen, so halbwegs, damit die irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Das hat man halt bei UIKit nicht, weil alles generell mit UK halt geprefixed ist. Ja. Mit was? Mit Warp? Ach nee, UIKit, Warp nutzt halt UIKit als CSS-Framework. Also genau, also UIKit muss man eigentlich halt in die Riege der CSS-Frameworks wie halt Bootstrap, Foundation etc. stellen. Also ist komplett unabhängig einsetzbar. Wenn ich jetzt für einen Import ein Div von einer Box ausblenden will, wird die trotzdem geladen oder? Ja. Das ist halt. Genau, per Media Query dann halt. Aber im Quellcode ist es weiterhin. Weil es ist halt, genau, ist halt responsive, ne? Weil vielleicht möchte es man wieder beim Größeren wieder angezeigt haben, ne? Also es ist relativ ja, schwer. Interessant, wenn es erst dann nachgeladen ist, wenn wirklich ein größeres Display dran ist. Technisch leider nicht möglich. Bitte? Wer noch? Ja, nee, bei unseren Templates setzen wir für uns eigentlich nur UIKit ein, wobei jetzt, wie gesagt, wir harmonieren sehr gut mit Bootstrap, das heißt, wir? Ja, wir setzen komplett Templates ein, wir haben Master 6, also das haben wir 300 ausprobiert mit Warp 7, ja. Haben UIKit drinnen, haben verschiedene Komponenten drin, und der Joomla, die ja auch
Ja. Und haben IP-Konflikte. Ja, aber. Das heißt, einblenden, ausblenden funktioniert nicht. Wir haben dann so ein. Bisher haben wir das mit jQuery easy lösen können, dass wir halt einmal das jQuery Framework für die komplette Joomla geladen haben. Kommen aber dadurch jetzt, dass unterschiedliche CSS-Frameworks eingesetzt werden, auch in den Templates, also Bootstrap, UIKit, dass die Komponenten auf unterschiedliche jQuery-Bibliotheken zurückgreifen, wird eigentlich die Codebereinigung der JavaScript-Konflikte immer diffuser. Also das sehen wir jetzt signifikant seit dem letzten halben Jahr anwachsen und sind eigentlich total begeistert vom UI-Kit, weil wir das auch in eine eigene Applikation damit einbauen und innerhalb von Joomla dann überall denselben Output haben, aber die Konflikte nehmen zu. Und ich kann die auch nicht lösen, indem ich jetzt halt bei euch dann Bibliotheken entferne, sondern wie gehe ich um, wenn tatsächlich dann aufgrund der CSS-Frameworks und aufgrund der Komponenten solche jQuery-Konflikte da sind, wie löse ich die? Ja, die Problematik ist ja meistens, dass die Komponenten halt keine Abfrage eingebaut haben, ist jQuery schon geladen oder nicht. So, das heißt, es wäre meistens, also wir haben schon Fälle gesehen, da gibt es halt, da wird 6-mal jQuery eingebunden auf der Seite. Ja, von Version 1.2.6 bis 1.9.1. Finden wir die Debugger raus, die Version, ja. Wo die herkommen. Wir sehen, dass euer Framework bei uns Priorität einstellt, das heißt, es lehrt eure jQuery-Bibliothek vorne weg und selbst da wird man dann schon der erste Fehler auf in eurer Bibliothek. Die Zeit, die läuft langsam ab, vielleicht könnt ihr das Gespräch sonst okay. Dann später einfach weiterführen. Gerne. Auf ein Bier. So, ja, nur noch Fragen? Ja, also das ist halt das Default-Theme. Das ist halt, ist halt flat, ne? Wir müssen abbrechen. Also, dann nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Geht auf getuikit.com. Da gibt es die Dokumentation, da kann man alles runterladen. Auf GitHub ist alles gehostet. Forkt das gerne, spielt damit rum. Wie gesagt, wir freuen uns auch auf Input. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über Utheme rausfinden möchtet, geht auf www.utheme.com und folgt UIKit über getuikit auf Twitter. 15.30 Uhr haben wir dann noch einen Vortrag über Warp, der ist in Raum 1. Würden uns natürlich freuen, wenn wir da auch noch ein paar Gesichter wiedersehen. Also vielen Dank.